Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2. Oh, der Sonnenaufgang scheint uns ganz schön ins Gesicht hier. Ich würde sagen, wir haben jetzt so lange gelabert hier in der Stadt. Wir gehen jetzt mal eben zu dem Jäger und gehen mit dem mal vor die Stadt ein bisschen jagen. Oder was haltet ihr davon? Bartok, komm, ich speichere mal eben hier auf einen neuen Speicherstand. Zack. Und dann gehen wir mit dem mal da raus jagen. Also was soll denn, klar, wir sind noch übel squishy und sonst was, aber was soll schon passieren? Der wird uns die Viecher erledigen und wir laufen hinterher und sammeln die Sachen auf. Also gehen wir jetzt einfach mal mit dem jagen, ne? Oh, Timer stelle ich mal ein, zack. Hast du die 50 Goldstücke? Ja, Klimo. Hier sind sie. Lass uns jagen gehen. Gut, folge mir. Vor dem Südtor ist ein Wald. Dort sollten wir mehr als genug Viecher finden. Wahrscheinlich mehr, als uns lieb sind. Ja, dann lauf mal los, wir sind hinterher. Oh, voll viele Leute hier, die zuhören. Okay, aber alles nur Burger. Burger und Burgerinnen. So, aber geht ja, dass das Südtor ist, das okay. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Von selbst ist er nicht. Sind das die Türme? Das sind, glaube ich, die Türme, die meinen, wo die Waffen drin sein sollen. Und das müsste die Wache sein, die den Hinterhof mit der Rüstung bewacht oder den Rüstungen gönnen. Hey, ja, da müssen wir wohl mal gucken, wa? Ist hier noch keine Viecher? Eher schon. Ja, so habe ich mir das gedacht. Schön die Erfahrung jetzt kassieren, wenn er die abknallt. Zack, der nächste. Ja, so kann es ruhig weitergehen. Das, so mag ich jagen. So, wir sammeln hier die Pilze ein, schön. Die Wölfe. Ach, da unten sind auch welche. Schon direkt. Ja, ich speichere mal, ne? Bevor wir abnippeln. Ich weiß ja nicht, wie wir dem helfen müssen und wie viel da ist. Aber drei Wölfe, da hätten wir schon mal. 6 Felle, glaube ich, brauchen wir, ne? Ein halbes Dutzend. Schon wieder eins von diesen Biestern. Boah, wie viele da sind. Da sind sie auch schon alle. Ich nehme mal die Waffe, aber ich hoffe, der schafft das von alleine. Komm, du schaffst das. Wow. Oh, das war aber auch relativ knapp, aber er hat es geschafft. Ja, okay, dann. Wolf, Fleisch, Fell. Wolf, Fleisch, Fell. Wolf, nichts zu holen. Wolf, Fleisch, Fell. Wolf, Fleisch, Fell. Wolf, Fleisch, Fell. Ich guck mal eben rein, ob wir jetzt alle haben. Das müssten ja 6 oder 7 gewesen sein. Ja, da. 5 Felle haben wir, aber 1, 2. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. War das jetzt nur 5? Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Sag nicht, wir müssen jetzt noch selbst einen nichts besiegen. Ja, der wäre natürlich ziemlich Ah, da hinten liegt einer. Okay, ja, hier waren genau 6. Perfekt. Da hinten liegt noch einer. Den holen wir uns natürlich jetzt schnell. Zack. Zack, damit haben wir die Felle schon mal zusammen. Guck hier mal, ob ich hier noch was finde. Ich sehe gerade nichts. So, was denkst du? Sollen wir noch weiter in den Wald gehen oder nicht? Klar, wenn du die Viecher machst. Lass uns zurückgehen, du geh weiter. Gehen wir weiter. Na schön. Wenn das mal gut geht. Oh, lol, ich hab da aus Versehen. Ist das ein Steinhaufen oder was ist das da hinten? Ach, das ist ein Steinhaufen, okay. Nee, das ist ein Schattenläufer. What the fuck? Ihr kennt die Schattenläufer noch? Ja, ist klar. LOL! Alter! Der hat den Typen, der mit uns wird, ist mit 2 Schlägen gemacht. Und uns mit einem. Aber wir können den haben. 100 pro. Kannst mir erzählen, was du willst. Er hat die Waffe nicht ziehen können. Warte, ich muss aber erstmal hier das Fell holen. Warte. So, jetzt speichere ich nochmal. Weil das Fell ist wichtig. Nicht, dass das so gleich hier weg ist, das Viech. Und dann weiß ich nicht, wo wir noch einen scheiß Wolfsfell herbekommen. So, was denkst du? Ja, wir gehen weiter. Gehen wir weiter. Na schön. Ich hoffe, ich treffe den mal einmal. Oh, willst du mich verarschen?
Ey, wir können einen Bogen schießen und treffen den nicht einmal. Naja, warte mal. Feuerball. Ich lock den ran und unser Typ kann den dann töten. Oh, nicht genug Mana. So, jetzt nochmal Feuerball. Nein, ich hab den Fokus. Ihr seht das. Ah, scheiße, das funktioniert so nicht. Ah, Spielladen. Ich müsste weglaufen, aber ihr habt gerade gesehen, der Fokus von dem Ball, ich habe den Ball nicht weggetan. Der lag dann da hinten auf den Fliegen. Ich will den Schattenläufer auf jeden Fall haben. Ihr wisst, das Ding gibt 500 Erfahrung, ne? Deswegen, also schon alleine deswegen will ich das Viech haben, einfach. Aber futtern das mal eben, speichern jetzt nochmal. Das mit dem Feuerball ist gar nicht mal so schlecht. Wenn er den einmal mit dem Bogen abschießt, können wir den Feuerball draufhauen. Was hätten wir denn davon? So. Ja, ja, weiter. Gehen wir weiter. Na schön. Ha! Perfekt! Schattenläufer fällt! So, das war's mit dir! Ne, das war eine super Technik, also das haben wir gut gemacht. Also das war genau das, was wir machen mussten. Wie viel hat er jetzt noch hier? Viel Leben? Halb. Auch nicht mehr so prickelnd, war, aber die Fliegen wird er wohl hinkriegen. Oder die one-shottet er, ja. Er hat aber auch den Schattenläufer fast ge-one-hittet. Das war ja wie beim letzten Mal, da fehlten ja wirklich nur 50 Leben oder so noch. Aber wir haben das geregelt. Plunge musste wieder regeln, ne? So. Guck, was er jetzt sagt. Mama! Leute. Ein Ring, wo ist die Waffe? Da ist wo ist die Waffe? Wir haben eine Ork-Waffe! Alter, wie, was geht denn bei ihm ab? Er läuft hier mit uns durch den Wald durch und schnetzelt alles ab. Guck mal, die Freierfahrung, die wir hier bekommen. Das war's. Ich denke, ich gehe in die Stadt zurück. Hier draußen ist es mir einfach zu gefährlich. Selbst zu zweit. Ein Ork direkt vor der Stadt. Verdammte Scheiße. Also, mach's gut. Du kannst die Felle ja an Bosbach verkaufen. Junge, ist hier einfach so ein Schattenläufer gewesen und ein Ork, den er einfach so umgehauen hat. Nice, ich gehe hier nicht weiter, ich habe Angst, Leute. Wir haben einen Ring gefunden. Was hatte der für einen Ring dabei? Wo ist die Ausrüstung? Das ist hier so klein, weil ich die Auflösung eingestellt habe. Amulett ist ihr Licht. Ach, war einfach nur ein silberner Ring, okay. Wow, wir können jetzt Bosbar die Felle bringen, wir haben damit den schon. Wir können die Waffe des Orks abgeben. Ey, so gut. Ey, wir haben so viel schon jetzt damit geschafft, ey. Ich wusste gar nicht, dass der so viel für uns macht hier. Das mit dem Schattenläufer, das hatte ich irgendwie noch im Kopf so ein bisschen. Zumindest das, also eigentlich hatte ich im Kopf, dass er, da ist ein Schattenläufer, lass mal gehen. So, das hatte ich eigentlich im Kopf. Aber naja, der hat alles weggeowned. Ja, das mit dem Schattenläufer war ja auch wirklich... Bei dem Rest, das hat er alles alleine gemacht, aber bei den Schattenläufer hat er alleine nicht geschafft. Da war doch gut, dass wir dabei waren, wa? Da haben wir wieder gut geregelt. Nice. Lassen die uns jetzt hier auch wieder rein. Das wäre natürlich jetzt der Hammer. Okay, lassen sie immer noch. Sehr schön. Guck mal, er steht noch im Laufen hier. Okay, jetzt hat er sich gefangen. Bosbar bringen natürlich sofort die Fälle. Warum hört eigentlich keiner auf mich? Ich will bei dir, hier bekomme ich zuschauen. Wegen der Wolfsfälle. Wegen der Wolfsfälle. Ich habe sie, hier. Na bitte. Ich habe mir schon gedacht, dass du für die Arbeit geeignet bist. Hier hast du deinen versprochenen Lohn. Und? Was denkst du? Ist die Arbeit nicht besser, als den ganzen Tag auf Schwertern rumzuhämmern oder im staubigen Kämmerlein Fläschchen abzufüllen? Ja. Bekomme ich deine Zustimmung, um bei einem der anderen Meister anzufangen? Ich hatte gehofft, du würdest dich für mich entscheiden. Aber wenn du es unbedingt so willst... Heißt das, du stimmst für mich? Wenn keiner der anderen Meister etwas dagegen hat, ja. Aber an dir ist ein guter Jäger verloren gegangen. Ja, aber wenn ihr jetzt mal guckt... Wir haben, glaube ich, jetzt 70 Gold für 6 Felle bekommen. Also 12 Gold pro Fell. Dafür, dass wir die Viecher besiegen müssen.
Da können wir die auch so schlachten, die Felle verkaufen. Und beim Schmieden, da müssen wir nichts für besiegen. Und das kann man so machen. Das ist jetzt so mein Gedanke gerade dabei, ne? Ja, dann haben wir das ja schon mal erledigt hier mit dem. Das ist einfach, sag ich mal, vom Aufwand her viel größer als das, was wir so, ne, beim Schmied machen können. Hier können wir einfach rumhämmern und sind fertig damit. Kriegen unsere Kröten. Und da müssen wir halt erstmal, ne? So, Waffen kann man immer schmieden. Man wird immer Erz und Rohling und so bekommen. Aber Wölfe sind ja auch nicht unendlich da, ne? Aber hier. Ich hab die Ork-Waffe, die du wolltest. Zeig her. Es ist lange her, dass ich eine solche Waffe in den Händen hatte. Damals war ich Soldat im Ork-Krieg. Was er für eine Kante ist, Leute. Das waren harte Zeiten, heftig. Das kann ich dir sagen. Hätte dir nicht zugetraut, dass du es schaffst. Ich bin beeindruckt. Kann ich bei einem anderen... Ja, da quatschen wir noch nicht drauf an. Erst müssen wir noch hier Torben und Matteo noch beglücken, damit die uns gut gesonnen sind. Und erst machen wir jetzt mal eben den Torben fertig und dann gehen wir zu der Tochter des Torbens. Und, oder nee, das war keine Tochter, ne? Was war das denn nochmal? Tochter nicht? Neffin oder sowas, die die 100 Gold noch schuldet. Und dann haben wir die alle überzeugt, alle Meister. Das ist eigentlich am besten, haben wir von jedem zumindest die Erfahrung. Mal gucken, ob er noch was zu sagen hat hier. Hey. Hey, you. Ich bewässer werden mit dem... Alles klar? Alles klar? Ja, aber vor die Stadt gehe ich nicht mehr. Zumindest nicht in nächster Zeit. Der Schreck mit dem Ork steckt mir immer noch in den Knochen. Ja, also das kann ich mir vorstellen, also wenn wir alleine da gewesen wären, wir hätten uns auch mächtig ins Höschen gemacht, schon alleine, was jetzt auch mit dem Schattenläufer da, ist das ein Stein, der da liegt? Naja, erstmal Herold anquatschen. Stör mich nicht, ich bin im Dienst. Okay, also Herold nicht anquatschen und weitergehen. Wen haben wir denn da? Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinem bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe eine Pfeife. Du bist auch so eine Pfeife. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist Abu Djin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Hajj al-Sharidi. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Was für ein Kraut bietest du an? Was für ein Kraut bietest du an? Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Du darfst dich jederzeit bedienen, Sohn der Abenteuer. Das ist ja sehr freundlich. Hast du auch anderen Tabak? Ich stelle nur den besten Tabak zur Verfügung. Diese Apfelmischung ist eine Sinfonie aus meiner Heimat, den südlichen Inseln. Aber natürlich bin ich jederzeit bereit, anderen Tabak auszuprobieren, sofern es jemandem gelingt, einen wirklich guten Tabak herzustellen. Wie geht das? Nimm als Grundlage meinen Apfeltabak und dann versuche ihn mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Das machst du an einem Labortisch, vorausgesetzt, du beherrschst die Grundkenntnisse der Alchemie. Ja, vorausgesetzt können wir natürlich nicht Weissagung geben. Kannst du mir eine Weissagung geben? Meine Dienste stehen dir für bescheidenen Lohn zur Verfügung, o Vater der Großzügigkeit. Wie viel willst du haben? Für bescheidene 25 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Doch bedenke, die Zukunft ist immer ungewiss und ich bin nur in der Lage, Bruchstücke aus der Zeit zu erfassen. Ja, ja, 25 Gold werden wir wahrscheinlich machen, aber jetzt nicht. Jetzt brauchen wir erstmal unsere Knete, die wir noch haben. Ja, wenn wir mal eine Geldquelle gefunden haben, zum Beispiel wenn wir ein Lehrling sind, können wir das vielleicht mal eben machen, aber jetzt so momentan nicht. Gaststätte. Hanna! Ah, Kundschaft. Was kann ich für dich tun? Ich suche eigentlich kein Zimmer, aber... Ich suche ein Zimmer. Da bist du hier richtig. Einer der Paladiner hat mir gesagt, ich könnte hier umsonst übernachten. Stimmt, ja, stimmt. Ja, ja. Geh einfach die Treppe hoch. Wir haben noch ein oder zwei Betten frei. Ja, stimmt, stimmt. Hier können wir im Moment umsonst knacken. Warum bezahlen die Paladine? Warum bezahlen die Paladine das alles? Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Ich denke, zum einen wollen sie die armen Schlucker von der Straße holen, damit die keine Dummheiten machen. Und zum anderen wollen sie sich mit den fahrenden Händlern gutstellen. Jetzt, wo die Bauern sich auflehnen, sind wir auf die Versorgung durch die Händler angewiesen. Außerdem, denke ich, wollen sie die Stimmung in der Stadt ein bisschen anheben. Lord André hat ja auch angeordnet, dass am Galgenplatz Freibier ausgeschenkt wird.
Ja, wird bei mir funktionieren, wenn ich Nacht, also frei, hier, Freibier und freie Übernachtung. Was gibt's denn Besseres? Wer übernachtet hier zurzeit? Es sind fast alles fahrende Händler vom Markt. Aha. Denk nicht mal dran, dich an ihren Sachen zu vergreifen. Ich will ja keinen Ärger haben. Okay, noch ein paar Fragen. Was kommt da? Ich habe ein paar Fragen zur Stadt. Wo kann ich was klauen? Ja, will ich jetzt, also das sind so wahre Sachen, die will ich jetzt nicht wissen. Die labert dann wieder nur dieses, ja, du findest den und den da und da. Und das, ja, wissen wir mittlerweile fast, wo wir jeden finden werden. Ich wollte gerade sagen, den kennen wir doch, ne? Du schuldest mir noch einen Gefallen. Es ist Zeit, diese Schuld zu begleichen. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld und ich kriege den Stand. Du hast 2 Tage Zeit, das zu erledigen. Ja. Was passiert, wenn ich das nicht mache? Das wäre wirklich dumm von dir, denn siehst du, ich weiß, dass du ein entflohener Sträfling bist. Wenn sich das herumspricht, könnte das deiner Situation in der Stadt erheblich schaden. Naja, ja, ich sag erstmal. Okay, ich habe offensichtlich keine andere Wahl. Du bist ein schlauer Bursche. Hier ist der Brief. Wie soll ich ihr den Brief unterschieben? Lass dir einfach ihre Ware zeigen. Und dabei steckst du ihr den Brief zu. Und denk dran, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt, also versuche nicht, mich zu verarschen. Ja, ja, wir haben das jetzt erstmal angenommen und da kann man ja immer noch weiter gucken, ne? Ich muss weiter. Von mir aus. Aber so, jetzt irgendwen anders zu verpfeifen, den wir jetzt noch gar nicht kennen. Ach, guck mal, wer da vorne steht. Wir laufen jetzt erstmal hier zu dem hier. Oh, Daron! Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Innos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Eigentlich wollen wir deinen Segen holen. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut, das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden, ja? Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Was ist denn bei dir los? Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos versichern? Ist klar. Warte mal. Ich muss mit dem Paladin sprechen. Kannst du mir helfen, zu ihnen zu kommen? Tja, du brauchst Zugang zum oberen Viertel. Doch der ist nur den Bürgern und der Stadtwache erlaubt. Und natürlich uns Feuermagiern. Wie kann ich Feuermagier werden? Du musst unserem Orden als Novize beitreten. Wenn du eine Zeit lang gedient hast, wirst du vielleicht in die Reihen der Magier aufgenommen. Doch bis zur Aufnahme ist es ein langer Weg des Arbeitens und Studierens. Ist klar. Wo kommst du her? Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Wir nehmen dort jeden auf, der reinen Herzens ist und den Wunsch verspürt, unserem allmächtigen Herrn Innos zu dienen. Okay, erzähl mir von Innos. Ja, da wissen wir eigentlich alles drüber. Guck mal, was der auf der andere sagt. Erzähl mir von Innos. Innos, unser allmächtiger Herr, ist das Licht und das Feuer. Er wählte den Menschen als sein Werkzeug und gab ihm die Magie und die Gesetze. In seinem Namen handeln wir. Nach seinem Willen sprechen wir Recht und sein Wort wird verkündet. Okay, er hat zumindest was anderes erzählt. Was machst du in der Stadt? Das ist mal wieder typisch. Ich führe Gespräche mit den Paladinen und stehe den Bürgern mit meinem Rat und helfenden Worten zur Seite. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht, für das Volk da zu sein und den Bedürftigen zu helfen. Ja, das Einzige, was er macht, seine Tasche aufhalten und Spenden entgegennehmen, Junge. Erzähl mir über das Kloster. Erzähl mir mehr über das Kloster. Wir unterrichten unsere Schüler in allen Formen der Magie. Aber nicht nur das allein sind die Künste der Feuermagier.
Wir verstehen uns ebenso auf die Kunst der Alchemie wie auf das Erschaffen mächtiger Runen. Zudem kettern wir einen hervorragenden Wein. Ich glaube, das Wichtigste, aber naja, wie viel ist denn die übliche Spende? Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Ich glaube da nicht dran. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ja. Du hast über 100 Goldstücke. Der Herr sagt, gebt, wenn ihr habt. Die Kirche empfängt deine großzügige Spende. Ich segne dich im Namen Innus, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Lol, jetzt hat er uns 50 Gold abgenommen. Und guck, folgt erstmal so schön in unseren Beutel rein. Aber was steht denn hier, ne? Ich möchte spenden. Ist ja cool. Aber ich habe momentan nichts zu spenden. Aber ich habe nicht genug Gold dabei. Das macht nichts, mein Sohn. Du kannst doch später noch so viel spenden, wie du willst. Ja, sehr gut. Dann werden wir das später machen. Aber momentan haben wir da keine Tacken für. Hat er uns mal 50 abgenommen? Okay, wir haben noch 250. Das ist okay. Wir haben jetzt die Spende für den auch zusammen. Komm, dann laufen wir mal eben schnell zu Torben und sagen dem, dass wir das zusammen haben. Sorry. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Was? Sei mal freundlich. Wir sehen doch hübsch aus. Hübsch. Einen ganzen schönen Kastenkopf hier. Dann haben wir die Quest für Torben auch fertig. Und dann ist nur noch das für Matteo zu tun, dass wir dem die 100 Gold beschaffen. Ja, dann haben wir die ganzen Meister, haben wir dann schon mal fertig. Da haben wir schon mal einen großen Teil, meiner Meinung nach, hier in der Stadt geschafft, oder? Wir könnten dann quasi bei einem von denen anfangen. Hey. Da. Wie steht es mit deiner Zustimmung, Meister? Hat dir Vatras seinen Segen gegeben? Ja. Und hast du dir auch den Segen eines Priesters Innos geholt? Ja, das habe ich. Dann sollst du auch meinen Segen haben. Für welchen Weg du dich auch entscheiden magst, verrichte dein Handwerk gut, mein Junge. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.